Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die für mich schönsten 7,6 Kilometer im Schwarzwald. Von Kürnberg bis zum Wanderparkplatz Eckhag, allgemein bekannt als Gerschbach-Strecke. Abwechslungsreiche Kurven prägen für mich diesen Streckenabschnitt. Alles mit dabei, was das Motorradherz höher schlagen lässt. Ich mache das jetzt nicht mit meiner KTM alleine, sondern hole mein X-Bike dazu, die Ducati Street Fighter V4S. Viel Spaß! Ja, ab hier fängt eigentlich der Spaß so richtig an. Boah, die Ducati hat schon, das ist schon eine Kraftkugel, also meine Güte. Gut, ich bin mit der Ducati diese Strecke sicherlich 40, 50 Mal schon gefahren und kann dann natürlich auch das Bike sehr gut. Jetzt mit der KTM 1290 Super Adventure S fahre ich sie zum ersten Mal. Ich muss sagen, ich war ein bisschen verunsichert, auch weil immer wieder Schilder kamen mit Achtung Ölspur. Das hat sicher von der Fahrdynamik ein bisschen was abgetan. Ja, mit der Ducati fühlte ich mich halt wirklich absolut vereint und konnte hier natürlich auch die Kurven ganz anders anfahren, als dass ich das mit der KTM gemacht habe. Was ich auch total cool finde an der Strecke, sind immer wieder diese Geraden, wo man auch entsprechend Tempo machen kann, dann wieder das Heranbremsen, dann in die Kurve. Wie ihr seht, natürlich mit der KTM noch völlig vorsichtig, aber das ist normal. Wir lernen uns ja erst kennen und da braucht es noch ein kleines Momentchen. Boah, schon heftig hier die Ducati mit 200 Kilo, 208 PS. Hier merkt man das so richtig, wie die eigentlich zum Fliegen kommt. Ja. Ihr wisst es, ich habe sie genossen die letzten anderthalb Jahre. Ab heute, 1. November, habe ich eine Zwangspause. Ich musste meinen Führerschein abgeben für eine Geschwindigkeitsübertretung. Und ja, ein Monat ist jetzt Pause mit der KTM. Und ja, ich hoffe, ich verlerne nichts in der Zeit. Also für meine Verhältnisse ist das schon ziemlich rasant, wie ich jetzt hier die Ducati bewege. Alle, die mich auf meinem Kanal folgen, wissen es, aber ich bin da ja nicht, ich bin ja kein Racer, überhaupt nicht. Ich bin auch immer noch am Lernen, aber ich ja, finde, wenn ich jetzt so die Bilder sehe, ist es doch schon ziemlich flüssig. Da fühle ich mich mit der KTM jetzt gerade auf der Strecke hier noch ein bisschen, ja, ich bin mich am Rand tasten, aber ich bin guter Dinge, dass ich das auch dann in den Griff bekomme. Ihr seht es, also immer wieder diese Tafeln wegen der Ölspur, das hat mich hier schon ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Das war hier mit der Ducati überhaupt nicht der Fall. Da konnte ich glaube, ich bin die auch zweimal dann schon hochgefahren und beim dritten Mal konnte ich dann schon, wusste ich wo, was, wie die Straßenverhältnisse sind. Jo, also, ich halte jetzt mal die Klappe, damit ihr hier so ein bisschen die Vergleiche seht zwischen der Ducati und hier der KTM. Viel Spaß! Hier könnt ihr schön die Ölspur sehen. Das war wirklich unangenehm, weil ich wusste nie, wie die nächste Kurve aussah. Ja, ist wie es ist, muss man sich darauf einstellen.
Ja, hier auch wieder die Ölspur. Ja, also ihr habt das sicher gesehen, die Ducati, ein Kraftpaket, wahnsinnige Beschleunigung, 208 PS, 200 Kilo, eines der für mich gewaltigsten Naked Bikes auf dem Markt. Aber ich habe mich für die KTM entschieden. Ergonomie, Sitzposition, eine ganz andere Nummer. An die Maschine werde ich mich noch gewöhnen, werde das dann sicher auch ein bisschen noch mehr ausfahren können. Aber schlussendlich, ja, die Ducati von allem natürlich viel mehr. Aber für mich persönlich war wirklich, wie die Fliehkräfte auf meine Hüfte, auf Rücken und so weiter wirken. Da war ich ab und zu ziemlich K.O. nach dem Fahren. Und hier mit KTM, ja, habe ich bis jetzt überhaupt noch kein Zwicken verspürt. Von dem her gesehen war es für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Genau. Jo, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen zur Strecke habt, bitte in die Kommentare. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, bitte lasst ein Abo da. Ja, ein Monat ohne Motorrad. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hoffe, ich kann das gut überstehen. Allzeit gute Fahrt. Tschüss!